Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven. Wir starten heute in Amerika und würde ich erstmal gerne die Weide sauber machen. Und dann machen wir hier gleich weiter mit dem himmelblauen Derby-Pferd. So, das hatte glaube ich nämlich noch nicht geklappt. Hier haben wir noch einmal Post. Jawohl. Dann können wir das eine nämlich hier reinstellen. So. Und das Fohlen rausholen. Genau, es war nämlich nichts geworden. Das war nochmal ein Hengst. Okay. Dann füttern wir den mal nochmal eben groß und dann züchten wir gleich nochmal neu. Vielleicht haben wir heute ja mal Glück. Und es wird tatsächlich mal Stufe 3. So. Ach, nochmal. Was möchtest du ausmisten? Das wird wahrscheinlich auch noch nicht ganz rein. Die Bürsten. Dann wollen wir mal bürsten. Oh, das ging ja fix. Ja, Stufe 4, wusste ich. Und zwei Möhrchen. So, jetzt aber. Sollte das reichen? Ja. So, sehr schön. So, dann schmeißen wir hier jetzt mal eben einmal die Zucht an. Machen wir erstmal einmal die Stute. Ich glaube, bei den letzten Malen haben wir immer den Hengst genommen. Machen wir es mal einmal andersrum. Nehmen wir heute mal einmal die Stute als erstes. Und dann den Hengst. Da. So. Dann haben wir wieder 12% und 60.000. Ganz genau 60.000 sogar. Das würde ich gerne so lassen. Die Gratis, das würde ich gerne bei dem Biest nehmen. Nee, das wird. Oh, das geht ein ganzes Stück weiter drüber. Ja, gut. Dann halt nicht. Das dauert aber auch ein bisschen, ne? Ein paar Stunden länger, glaube ich. Ja, ein Tag, 5 Stunden. Okay. Aber das ist nicht so schlimm. Hier können wir nochmal alles so ein bisschen einsammeln. Gucken, ob wir hier noch was Neues anschmeißen können. Also, das orangene Futter mache ich eigentlich immer. Weil sich das am besten verkaufen lässt. Also nicht am besten, aber man bekommt halt das meiste daraus für das, was man dafür bezahlen muss. So, und jetzt machen wir hier nochmal 6-mal Hafer. So, und machen wir nochmal ein rotes und ein gelbes. Und 2-mal blau und 2-mal grün. Ah. Dann nur 1-mal grün. So. Und dann huschen wir zur Fantasieinsel. Und da hatten wir, glaube ich, ein Geisterpferd, ne? Genau. Haben wir noch Platz? Ja. Platz haben wir noch. Stellen wir das da einmal rein. Und das holen wir einmal raus. Den Geisterquarter, ja, der war auch noch nicht. Der war uns noch nicht geglückt. Das war eine Stute, okay. So, einmal füttern. Na, das hat noch nicht so ganz gelangt. So ja auch noch, okay. Das habe ich ja nur gerade neu wieder angebaut. Das müsste ja lang, aber es reicht, glaube ich, trotzdem noch nicht. Ne, nee, mit dem Möhrchen auch nicht. Könnte ja mal ein bisschen was Hochwertigeres haben wollen.
Sind wir da eigentlich schon? Ja, die Melone, die hätten wir eben vor dem vorletzten Mal schon haben müssen. Dann wäre sie fertig gewesen. Aber gut. So. Dann wollen wir doch mal gucken, was uns hier denn so erwartet. Geisterquarter Stufe 2. Ja. Das auch noch ein. So, 18%, 20.520. Das werten wir auch nicht auf, das lassen wir so. Ne, das wird auch wieder nichts. Schade. So, 12 Stunden 22. Dann können wir dieses noch einsammeln. Und dann bauen wir hier gleich was Neues an. Ich habe keine Tropfen mehr hoch. Okay. Dann erst neue Tropfen. Dann bauen wir hier aber jetzt auch nur zwei davon an, weil sonst haben wir das nächste Mal auch wieder zu wenig Tropfen. Und sammeln nochmal eben hier die Blümchen ein. Und machen nochmal die Weide sauber. Und dann gehen wir gleich mal eben nach Deutschland und gucken uns da eben mal eben die Minen an. So. Und dann können wir gleich noch mal eben einmal in die Dressur gehen. Ich vergesse das jedes Mal, damit wir wenigstens am Ende der Woche unsere 100 Münzen kriegen, dass wir mitgemacht haben. Oder 300 sogar. So, hier ist sauber. Dann einmal hier zu. Ach, die ist noch gar nicht fertig. Okay, wie lange braucht die denn? 42 Minuten noch. Na, dann lassen wir sie. Dann sammeln wir dieses hier nochmal eben ein und die ganzen Früchte. So. Okay, und einmal neu anbauen. Hä, ich habe keinen Honig mehr. Ernsthaft? Okay. So, hier hatten wir den Geisterappalooza. Da müssen wir jetzt gleich erstmal nach Frankreich und Honig sammeln gehen. So. Und dann haben wir das Fohlen raus. Hatten wir da jetzt Hengst und Stute? Ich muss gleich mal gucken. So. Ach, der möchte auch noch zwei Tropfen haben. Auch noch. Okay. Das reicht aber nicht. Ich könnte ja auch mal so eine Melone oder sowas nehmen. Dann würde das auch fixer gehen hier, Mensch. So. Stufe 4 einmal noch. Guck mal, dies haben wir, glaube ich, beim letzten Mal mal irgendwie hergestellt. Da habe ich ja Glück, dass ich das da habe. Und dann wollen wir mal eben gucken, ob wir jetzt Hengst und Stute hatten oder ob wir jetzt noch kein Pärchen hatten. Ich weiß es wirklich gerade nicht. Da ist der Hengst. Haben wir auch eine Stute? Hm. Der Stufe 1.
Was ist er denn? Ach stimmt, da hatten wir ja schon gleich Stufe 3 gekriegt. Stimmt, ja, da mussten wir ja nochmal eben gucken, dass wir noch irgendwie Stufe 2 zusammengezüchtet kriegen. Das war das ja auch, genau. Halt. So, dann gucken wir mal. Zuchtkarte, was haben wir denn? Oh, heute haben wir das Champ Derby mit dem belgischen Warmblut und den Elfenbein-Feenpferd. Oha, okay. Ja, den haben wir ja nur schon. So, dann wollen wir mal gucken, ob wir Stufe 2 kriegen können. Eigentlich sollte das ja möglich sein. Es müsste eher Stufe 2. Da haben wir aber nur 32%. Oder nochmal Stufe 1. Aber Stufe 1 wäre auch gut, dann würde. Nee, wäre nicht gut, weil das ist auch eine Stute. Na, wir gucken mal. Schauen wir mal, was da so rumkommt. Und sonst züchten wir nochmal. Weil Stufe 2 würde ich schon gerne haben. Einfach für die Zuchtkarte. Nee. Nochmal Stufe 1. Okay. Gut. Dann ist das so. Dann machen wir das beim nächsten Mal nochmal. Also nicht für die Zuchtkarte, sondern für das Horsepedia. Weil ihr kriegt ja, ne, das war auch verkehrt. Ihr kriegt ja immer, wenn ihr hier züchtet, eure Häkchen, was ihr schon habt. Und da würde ich gerne das Häkchen hier auch bei Stufe 2 drin haben. Stufe 1. Guck mal, da haben wir diese hier schon beide drin. Kasper ist drin und so weiter und so fort. Deswegen hätte ich da auch gerne die Stufe 2 dann noch. Genau, so, jetzt einmal nach Frankreich wegen dem Honig. So. Und den Äpfeln. Dann haben wir beim letzten Mal, denke ich, wohl einfach ein bisschen zu viel verkauft von dem Honig. Hätten wir vielleicht behalten sollen. Oder vom Anbauen, genau. Hier von den Keksen. Dann nehmen wir jetzt hier mal zweimal von den Apfelkeksen und zweimal von den. Ach, geht ja nicht. Wir haben kein Weizen. Dann nicht. Dann sammeln wir hier ein. Und hier habe ich, glaube ich, auch das Biest stehen. Ne? Da müssen wir noch weiter züchten. So. Da einmal rein. So. Und den einmal rausholen. Und dann machen wir den groß. So, ja, okay. Stufe 2, das reicht noch nicht. Kirschen, die werden auch noch nicht reichen, denke ich. Dann werden wir Stufe 4 höchstens. Ja, sage ich ja. Und einmal ausmessen. Ja, da wollen wir mal gucken, ob das reicht. Ich will es ja hoffen. So. Siehst du, wann ist der auch groß? Auch so schöne blaue Augen. Mega, mega schön. Einmal zurück. Und einmal anschmeißen hier. Wo sind sie denn da? Halt, das war schon zu weit. So, wir haben 18% und 73.000. 18% ist nicht wenig, ne? Aber trotz alledem stufen wir das einmal auf. Und haben dann 23. Und ich hoffe, das reicht, dass wir Stufe 4 bekommen. Nee. Nein. Schade. Naja. Und der braucht auch so lange, ne? Der hat auch so eine lange Zuchtzeit. Ja, ein Tag, 2 Stunden. Da bitten wir dann um Hilfe.
So. Und dann sind wir bei 1 Tag und 6 Stunden. Das war auch noch ziemlich lang, aber ein bisschen kürzer wie fast 2 Tage. So, jetzt nochmal wieder nach Deutschland. Da würde ich gerne nochmal eben die Honigkekse anschmeißen. Nee, nicht die Honigkekse, hier die Töpfe, die Süßigkeiten, 3 Stück. Oh, guck mal, hier sind noch die Kirschen schon wieder fertig. Oh, dann nehmen wir die doch schon mal wieder mit und machen noch mal wieder neu. Und dann gehen wir mal eben nach England. Ich weiß nicht, ich glaube, da hatten wir da irgendwas gezüchtet. Ich bin mir nicht, nee, haben wir nicht. Okay, aber da sammeln wir das jetzt noch mal eben ein und dann gucke ich mal eben, wie viel Melone und so weiter wir haben. Da haben wir 14 Melonsalat. 20 Salat, 17 Kürbisse und 16 Melonen. Okay, dann würde ich sagen, machen wir diesmal keine Melonen und keine Kürbisse, sondern Erdbeeren. Hatten wir da Erdbeeren? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet. Doch, 36. Gut, dann machen wir nämlich keine Erdbeeren, keine Möhren, sondern wir machen tatsächlich diesmal nur Salat und Rüben. So. Und das. Seht ihr, guck mal, für dieses hier brauchen wir nämlich die Melonen und die Erdbeeren und die Trauben. Und hierfür brauchen wir das grüne Futter. Und zwar brauchen wir da 6 Stück, deswegen baue ich da auch immer das, nicht das grüne, das blaue Futter. Na, da müssen wir immer ordentlich anbauen. So, wo weit waren? Wie weit waren wir jetzt? Kürbis, Salat und Melone. Und das haben wir auch. Den normalen Salat haben wir kein Soja mehr. Okay. Dann nehmen wir das. So. Können wir nochmal einmal die Münzen einsammeln und nochmal hier die Weide absammeln. Dann würde ich jetzt nochmal zum Abschluss ein Rennen machen. So. Zack. Aber kein Kistenrennen. Da will ich noch mal eben gucken. Ja, die sind einfach so geblieben, ne? Haflinger und Schwarzwälder. Frederiksburger. Ja, den haben wir ja leider nicht, ne? Komm mal, National Show. Hier haben wir den Hannoveraner, auch Frederiksburger. Ja, den müssen wir dann mal gucken, dass der. Ich hoffe ja, dass der bald mal reinkommt. Dartmoor Pony, Trakehner. Ne, dann machen wir das mit dem Schwarzwälder. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo der Schwarzwälder ist, kann ich nur mit Pferde, die 600 Meter, die auch meine Güte. Oh, guck mal, da sind sogar 2. Dann nehmen wir doch das. Australien. 600 Meter. Ach, meine Güte. Ich glaube, das kann man nur mit denen machen, die auch draußen stehen. Also das könnt ihr nicht mit denen machen, die in der Box sind. In der Oase. Muss ich dann nochmal gucken, dass ich den Schwarzwälder mal rausstelle. So, aber bei den 600 Metern, da brauchen wir ja auch keinen so gutes Pferd. Den brauchen wir erst, wenn wir hier. Zeige ich euch das nochmal. Komm, wir kriegen als erstes 2-mal Rubine, dann 3-mal von den, ich weiß nicht, wie die heißen, Opale. Dann gibt es Erfahrung, blaue Punkte und dann gibt es zum Beispiel die Wetteraufwertung. So, und ganz am Ende gibt es dann einmal die Geschwindigkeit, die Aufbesserung. Und da muss man dann halt gucken, dass man dann eben das Pferd nimmt, was auch aufgebessert werden soll. So. Wen nehmen wir denn jetzt? Irgend nicht so ein ganz so ein gutes Pferdchen. Wird auch schlecht, ne? Guck mal, dieses können wir zum Beispiel nehmen. Der hat alles in Silber. Die anderen haben alle Gold mit drin. Ja, dann nehmen wir das himmelblaue Derby. Gucken wir uns das mal an. So, keine Aufwertung. Die 600 Meter werden wir ja wohl hoffentlich so schaffen.
Und er möchte wieder nichts einsammeln. So, und unter dem letzten oder vorletzten Video bin ich nochmal wieder gefragt worden, warum ich so viele Münzen und Diamanten habe. Ja, also das kommt natürlich einmal davon, weil ich schon so Ewigkeiten lange spiele. Ich habe zwar auch eine lange Pause gemacht, aber das Geld sammelt sich ja trotzdem dann jeden Tag weiter. Und einmal davon und ja, wenn man dann mal guckt nachher, du züchtest ja irgendwann nicht mehr ganz so viel, wenn du soweit alle Pferde hast und schon so lange spielst, brauchst du dann natürlich nicht mehr so viel züchten. Das heißt, man gibt dann auch nicht mehr so viel Geld aus. Also das ist, ja, sammelt sich dann irgendwann von fast von alleine, ne? So 600 Meter haben wir fertig. Und die Diamanten ist halt so, dass wenn ich die Pferde immer behalte, die Fehlzuchten, und dann bis Stufe, mindestens bis Stufe 10 Level, dann bekommt man da, wenn man die verkauft, meistens Diamanten raus. Ich glaube, bei den Anfangspferden ist das, glaube ich, nicht unbedingt so. Da muss man, glaube ich, bis Stufe 15 sogar hochleveln, um da Diamanten rauszukriegen. Aber ich weiß es jetzt gerade nicht genau. So, zwei haben wir mehr. Und ja, deswegen habe ich halt so viele Münzen. Und ihr müsst dann halt auch gucken, dass ihr immer hier draußen in den Ställen die besten Pferde draußen habt. Weil die gehen nämlich nach dem, machen wir mal eben so. Wenn ihr hier draufklickt auf dem i, dann seht ihr das Einkommen. Und je höher dieses Einkommen pro Stunde ist, desto mehr Geld könnt ihr dann eben halt immer sammeln. Ihr müsst dann auch gucken, dass ihr regelmäßig eure Boxen aufwertet, soweit wie ihr könnt. Und dann auch immer die besten Pferde draußen stehen lassen. So könnt ihr halt immer am meisten Geld damit verdienen, ne? So. Ach guck mal, Castellos draußen, Schwarzwälder. Dann hätten wir den ja doch aufwerten können noch. Naja gut, machen wir halt beim nächsten Mal. Dann brauche ich den dann nicht rausstellen, muss ich mir bloß eben halt merken, dass der in England steht. Das habe ich wahrscheinlich bis zum nächsten Mal eh wieder vergessen, aber gut. Ja, aber damit würde ich mich dann für heute verabschieden. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Und macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!